Moin Moin, Bremer Lehrkraft. In diesem Video zeigen wir dir, wie du den Bildschirm eines iPads auf das Tafelsystem spiegeln kannst. Streiche von der oberen rechten Ecke des iPads nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Wähle hier Bildschirmsynchronisierung und deine Apple TV. Auf dem Bildschirm des Tafelsystems erscheint nun ein vierstelliger Code, diesen in das Tablet eingeben. Anschließend erscheint der Bildschirm des iPads auf dem Tafelsystem. Sämtliche Aktionen sind nun projiziert nachvollziehbar. Jederzeit kann ein anderes iPad über die Apple TV den Bildschirm teilen. Einzige Bedingung hierfür: das WLAN des iPads muss aktiviert sein. Es kann vorkommen, dass erst die Verbindung des ersten Geräts getrennt werden muss, um die neue Bildschirmsynchronisation zu ermöglichen. Bei jeder neuen Verbindung müssen die Bildschirmsynchronisierung und die Eingabe des AirPlay-Pins erfolgen. Was projiziert wird, steuerst du über das iPad.